Also das halten wir mal fest, das ist eine ganz wesentliche Aussage. Und die Idee für die typischen Primzahltests ist einfach, dass man diese Aussage umdreht. In dieser Aussage steht, wenn P eine Primzahl ist, dann gilt das immer. Daraus können wir schließen, wenn das nicht stimmt, dann kann P keine Primzahl sein. Also, wenn ich eine Zahl finde, sodass A hoch P minus 1 nicht 1 ist, dann kann P keine Primzahl sein, denn sonst würde der kleine Satz von Fermat ja nicht stimmen. Und das ist, wie wir gleich sehen werden, eine Grundlage für einen ganz, ganz simplen Primzahltest, den man in einer Zeile schreiben kann. Sie picken sich einfach irgendeine Zahl A raus, rechnen A hoch P minus 1 raus und wenn da nicht 1 rauskommt, dann können Sie sich hundertprozentig sicher sein, dass das keine Primzahl ist. Die Sache hat einen kleinen Haken, das hatte ich eben vorhin schon mal angedeutet. Was ist, wenn da 1 rauskommt? Ich schreibe Ihnen erst nochmal die Idee hin, falls das eben ein bisschen zu schnell war. Also die Idee ist, wir wollen testen, ob P prim ist. Das ist jetzt didaktisch so ein bisschen schwierig, weil normalerweise nehmen wir den Buchstaben P für Primzahlen. Also wir wissen das noch nicht, ob P eine Primzahl ist. Wir wollen das erstmal testen. Ja? Die Idee des Fermatschen Primzahltests ist jetzt die folgende Idee. Wähle zufällig ein A aus, und zwar soll A sein irgendeine Zahl, die zwischen 1 und P liegt. Also das heißt sozusagen eine Zahl aus ZP. 0 brauchen wir nicht zu nehmen, haben wir schon gesehen, weil 0 hoch irgendwas immer 0 ist. 1 brauchen wir auch nicht zu nehmen, weil 1 hoch irgendwas immer 1 ist. Also wir nehmen irgendeine andere Zahl, die wir zufällig auswählen, reden wir gleich noch drüber. Und dann berechne A hoch P minus 1 in ZP. Das heißt, wir können, also wenn wir das auf dem Computer machen, können wir modulo P rechnen. Diesen Wert rechnen wir aus. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das, was da rauskommt, ist nicht 1. Wenn das, was da rauskommt, nicht 1 ist, dann wissen wir, dass P keine Primzahl sein kann. Denn der Satz von Fermat besagt, wenn P eine Primzahl wäre, muss da 1 rauskommen. Ja? Also, hieraus können wir sofort schließen, P ist mit Sicherheit keine Primzahl. Die andere Möglichkeit ist, dass da 1 rauskommt. Was können wir dann schließen? Genau, und leider mehr nicht. Das ist der kleine Haken an diesem Test, da müssen wir noch mal ein bisschen drüber reden. Wir wollen uns mal überlegen, gibt es denn überhaupt Fälle, wo da 1 rauskommen kann und wir keine Primzahl haben? Wir haben ja einen Computer, lassen wir den arbeiten. Also was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen uns irgendwelche Zahlen nehmen und jeweils diese Werte ausrechnen. Wir haben das hier oben schon. Wir können ja im Prinzip die gleiche Funktion hier nehmen. Und setzen jetzt für Test mal keine Primzahl ein. Also zum Beispiel mal 15. Und Sie sehen, da gibt es dummerweise ein paar Stellen, wo 1 rauskommt. Aber nicht so viele. Oder nehmen wir 24, auch keine Primzahl. Gibt es auch hier kommt eine 1 raus. Aber nur einmal. Ja? Was wir jetzt haben, ist die Situation, dass wir auf der linken Seite uns sicher sein können. Wenn etwas rauskommt, was nicht 1 ist, können wir mit absoluter Sicherheit sagen, das ist keine Primzahl. Wenn auf der rechten Seite 1 rauskommt, dann ist die einzige Antwort, die wir hier geben können, P ist vielleicht eine Primzahl. Ist noch nicht so ganz befriedigend, aber zumindest können wir ja diesen Test erstmal schreiben und dann können wir mal darüber nachdenken, wie man das vielleicht noch verbessern kann oder was das überhaupt bedeutet mit dem vielleicht, also wie man dann mit dem Ergebnis umkommen sollte. Ganz grundsätzlich nennt man Tests, die auf dieser Idee basieren, und wir werden noch sehen, dass man diese Idee noch verbessern kann, Fermatsche Primzahltests, weil die alle auf der Idee des kleinen Satzes von Fermat basieren. Was wir allerdings dafür brauchen, sind Zufallszahlen, die haben wir ja noch gar nicht.
Sie haben vielleicht schon in anderen Programmiersprachen gesehen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich Zufallszahlen zu erzeugen. In der Standardbibliothek von Python ist eine Bibliothek drin, die heißt lustigerweise auch noch random. Da sind dann die ganzen Zufallszahlen drin. Und wir brauchen die Funktion randomRange. Und die funktioniert eigentlich so wie die Funktion range. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier eingebe randomRange 1 bis 10, dann bedeutet das, gib mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 10. Und das ist genau so gemeint wie bei dem Range, was wir schon kennen. Die Zahl kann 1 sein, kann aber nicht 10 sein. Es kommt eine Zahl von 1 bis 9 raus. Ne? Und ich weiß jetzt auch nicht, was rauskommt, weil es ja zufällig ist. In diesem Fall kommt 7 raus. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann kommen halt jedes Mal andere Zahlen raus. Ne? Jetzt kamen also 7, 1, 6 und 1 raus. Sie haben davon vielleicht schon mal gehört, wie sowas funktioniert. Das sind sogenannte Pseudo-Zufallszahlen, weil die nicht wirklich zufällig sind. Die werden natürlich intern mit irgendwelchen Programmen ausgerechnet und wenn Sie genau wissen, was das Programm berechnet, dann können Sie vorhersagen, was die nächste Zahl ist, was ja dem Zufall widerspricht. Aber diese Funktionen, die da intern laufen, sind im Allgemeinen sehr clever gemacht, sodass man, dass die Zahlen so wirken, als wären sie tatsächlich zufällig. Vielleicht kommen wir im zweiten oder dritten Semester nochmal zu sprechen darauf, wie diese Zufallszahlenfunktionen funktionieren. Für uns reicht das erstmal, dass das so ist, als wäre das zufällig. Als hätte jemand einen Würfel geworfen oder sowas. So, und was macht jetzt unser Fermat-Test? Der soll eine Zahl P testen. Wir nehmen uns eine Zahl, die zwischen 2 und p minus 1 liegt. Also das heißt, das ist unser a, ne? Die soll mindestens 2 sein und kleiner als p. So, dann nehmen wir diese Zahl hoch p minus 1. Und gucken, ob das Ergebnis, achso, wir rechnen in zp, das heißt, dann rechnen wir modulo p. Und das, was jetzt rauskommt, ist 1 oder nicht 1. Wenn es 1 ist, dann sagen wir ja. Und wenn es nicht 1 ist, dann sagen wir nein. Das ist schon die ganze Funktion. Also, Fermat-Test von 24. Haben wir Glück gehabt. Er sagt, das ist keine Primzahl. Wir haben ja eben gesehen, bei 24 könnte manchmal die 1 rauskommen. Ja? Aber meistens kommt sie nicht raus. Das heißt, meistens wird er sagen, das ist keine Primzahl. Fermat-Test von 17, da sagt er, das ist eine Primzahl. Da wird er immer Ja sagen, weil 17 ja eine Primzahl ist. Nur das Problem ist mit der Antwort Ja ist, dass bei der Antwort Ja wir nicht sicher sind, ob sie richtig ist. Also nochmal rekapitulieren, wenn diese Funktion mit False antwortet, dann können wir uns ganz, ganz sicher sein und brauchen nicht weiter nachzudenken, dass die Antwort vertrauenswürdig ist und die Zahl wirklich keine Primzahl ist. Wenn die Antwort Ja ist, so wie im Fall der 17, dann wissen wir das nicht genau. Okay, jetzt müssen wir mal so ein bisschen über Wahrscheinlichkeiten rechnen, was Sie noch so aus der Schule vielleicht wissen. Also, was wir hier jetzt haben, nennt man einen probabilistischen Primzahltest, das heißt einer, der auf Wahrscheinlichkeit beruht. Der gegenteilige Begriff dazu wäre deterministisch, wenn Sie einen Test hätten, der immer unabhängig vom Zufall die gleiche Antwort gibt. Ein probabilistischer ist ein Test, der nicht immer die gleiche Antwort gibt, weil der Zufall eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt Ihnen vorher sagen könnte, wie groß die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler ist, mal angenommen, ich wüsste aufgrund irgendwelcher statistischen Überlegungen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine falsche Antwort, sagen wir mal, ein Zehntel ist, 10%. Ist nicht akzeptabel. Also wir wollen nicht in einem von 10 Fällen eine falsche Antwort haben. Aber wie könnte man damit umgehen? Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Das sollten Sie alle aus der Schule noch wissen. Wenn Sie etwas zufällig machen und Sie haben eine bestimmte Wahrscheinlichkeit und Sie wiederholen das gleiche Ereignis mehrfach und diese Ereignisse sind unabhängig voneinander, das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, die haben nichts miteinander zu tun, dann multiplizieren sich einfach die Wahrscheinlichkeiten. Also wenn es tatsächlich so wäre, was ich eben gesagt habe, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler ein Zehntel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zweimal nacheinander ein Fehler eintritt, ein Hundertstel. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dreimal nacheinander ein Fehler eintritt, ist ein Tausendstel. Das heißt,
Wenn Sie diesen Test nur oft genug wiederholen, können Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jedes Mal ein Fehler eintritt, so gering machen, dass Sie sich irgendwann keine Sorgen mehr machen müssen. Und bedenken, gucken Sie sich diesen Test an, sehen Sie, wie schnell der ist. Vergleichen Sie das mit dem, was wir vorher hatten, länger als das Alter des Universums und so weiter. Ne? Hier müssen Sie nur eine Sache rechnen, auch wenn die Zahlen sehr groß sind. Also eigentlich ist das eine super Sache. Wir haben einen Test, der sehr, sehr schnell ist, weil man nur eine kleine Rechnung machen muss. Und wir können, wenn wir den Test oft genug wiederholen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine falsche Antwort bekommen, beliebig weit runterdrücken. Leider ist das Ganze noch nicht ganz so super, weil es noch einen kleinen Haken gibt. Ich habe Ihnen eben gesagt, wenn ich Ihnen vorher die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler sagen könnte. Das Dumme an dem Test, so wie er jetzt da steht, darum muss man den noch ein bisschen ändern, ist, so wie der Test jetzt da steht, kann man die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler vorher nicht sagen. Weil es nämlich einige sehr böse Zahlen gibt und die müssen wir uns jetzt mal angucken.